Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Bibel entzaubert. In dieser Reihe beschäftigen wir uns mit dem Glauben aus Sicht der Bibelwissenschaft. Die letzte Folge war so ein kleiner Kickoff, in der ich euch erzählt habe, warum ich diese Serie machen möchte. Damit so viele Menschen wie möglich zusehen können, beschäftigen wir uns in dieser und der nächsten Folge einmal mit dem Christentum im allgemeineren Sinne. Heute finden wir heraus, was das Christentum eigentlich ist und wo es herkommt. Bei allem gehen wir nicht zu sehr ins Detail und kratzen einmal ein bisschen an der Oberfläche. Freut euch also heute auf die biblischen Wurzeln und mit einer kleinen Prise Wissenschaft. Wissensquizspiel Beginnen möchte ich mit einem kleinen Wissensquizspiel. Ich stelle Fragen zu den Sachen, die ihr gleich hört. Ihr könnt sie im Kopf oder auch schriftlich beantworten. Damit könnt ihr einschätzen, was ihr schon wisst oder was ihr glaubt zu wissen. Die Profis unter euch überlegen sich bei den Antworten dann noch, wie sicher sie sich dabei sind. Das ist cool, denn wenn ihr etwas nicht wisst, könnt ihr schreiben, ich habe keine Ahnung, aber da bin ich mir zu 100% sicher. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Sündenfall und Erbsünde? Zweitens, welche Religion hatte Jesus? Drittens, was ist eigentlich die Todesursache, wenn man gekreuzigt wird? Viertens, was ist der Heilige Geist? Fünftens, hat Jesus eigentlich existiert? Mehr Fragen sind es nicht. Ihr merkt, die letzte Frage ist sehr deeskalierend gestellt. Bleibt also gespannt, wir legen los. Was ist das Christentum? Woran wird geglaubt? Das Christentum ist einer der größten Weltreligionen und basiert auf dem Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes und den Erlöser der Menschheit. Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen und enthält Grundlagen, Lehren, Geschichten und Weisheiten. Christen glauben an einen einzigen Gott, das Fachwort dafür ist Monotheismus, im Gegensatz zu Polytheismus, wo man mehrere Götter hat, wie zum Beispiel im japanischen Shintoismus. Im normalen Sprachgebrauch nennen wir Gott einfach Gott oder Vater. Es gibt zwar auch noch andere Namen, darüber erfahren wir aber mehr in den nächsten Folgen. Jesus Christus hat vor ca. 2000 Jahren in Galiläa gelebt, das liegt nördlich von Jerusalem, und er war ein Wanderprediger. Er hatte zwölf beste Freunde, die seine Jünger und später auch Apostel waren. Er selbst war Jude, das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen, und er hat viel davon gesprochen, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst und auch seine Feinde zu lieben. Jesus war es auch, der den lieben Gott oder Gott den Vater so richtig populär gemacht hat. Da er Gottes Sohn ist, kann er das auch so sagen. Was hat ihn sonst noch berühmt gemacht? Oh, dazu muss ich ein bisschen ausholen, sonst versteht man das nicht ganz. Darum ganz grob. Nach der biblischen Erzählung hat Gott die Menschen geschaffen und mit ihnen im Garten Eden gelebt. Die Menschen haben dann von der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen, obwohl Gott gesagt hat, mach das nicht. Durch diesen Vorfall brachten die beiden die Sünde und damit die Trennung von Gott in diese Welt. Der Fachbegriff dafür ist Sündenfall. Christen glauben, dass alle Menschen durch diesen Sündenfall in einem Zustand der Sünde geboren werden, der aufgehoben werden muss. Das ist die christliche Interpretation des Sündenfalls und nennt sich Erbsünde. Sünde ist generell in der Bibel zwar ein großes Thema, ebenso aber auch die Vergebung. Die Juden kannten Vergebung in Form von Opfern, also Brandopfer, Trinkopfer und so weiter und auch verschiedene Rituale. Bei den Juden gilt ebenso der Grundsatz, dass jeder Einzelne für seine Taten Verantwortung übernimmt und sich dann durch Reue, Gebete, Fasten und Rituale Gott gegenüber verantwortlich zeigt. Du musst das also auch wollen, dann bekommst du Vergebung. Es gibt einen ganzen Katalog darüber, was für welche Sünde gemacht werden muss. Dazu kommen wir auch noch. Was war jetzt die Rolle von Jesus? Da wir in Sünde leben und es damit eine Trennung von Gott gibt, wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn diese Trennung wieder aufgehoben werden würde. Die Idee war, dass Jesus als Sohn Gottes sich selbst opfert, damit alle Schuld der Welt auf sich nimmt und stellvertretend für alle Menschen geopfert wird und stirbt. Dadurch sollte der Sündenfall sowie die Sünde und der Tod, also alles im Allgemeinen, endgültig besiegt werden. Das Gebiet, wo Jesus damals gelebt hat, war übrigens in römischer Hand, also von den Römern besetzt. Die Juden konnten ganz gut ihre Dinge selbst organisieren und regeln. Das letzte Wort hatten in einigen Sachen aber die Römer, beispielsweise auch die Todesstrafe. Die durfte nur von den Römern ausgesprochen werden. Jesus selber hat mit seinen Reden und auch den Überzeugungen eine ganze Reihe von Juden sauer gemacht. Seine neuen Ideen widersprachen den jüdischen Traditionen teilweise sehr stark. Und gefährdeten das Ansehen der damaligen Hohepriester und Schriftgelehrten. Klammer auf, die haben natürlich auch eine ganze Reihe von Traditionen in die Schrift mit rein interpretiert und auch mitgestaltet. Klammer zu. Diese Schriftgelehrten fanden die Aussagen, auch zu den Aussagen kommen wir bald noch, teilweise gar nicht lustig und wollten Jesus beseitigen. Dazu haben sie es geschafft, dass Jesus gefangen genommen wird, dass er den Römern vorgeführt wird als Verbrecher und zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Das Ganze ist in Jerusalem passiert. Dort war Jesus anlässlich des jährlich stattfindenden Passafestes. Kreuzigung. Ähm, für eine Kreuzigung nimmt man einen Menschen, fesselt oder nagelt ihn an eine Art Balken und dieser wird dann als Querbalken auf einen Pfahl gesetzt. Die Römer haben das dann als Warnung vor Aufrührern und Gesetzesbrechern aufgestellt. Die Gekreuzigten, die die da dran hangen, sind in der Regel auch äh, gar nicht durch das Festnageln an irgendeiner Blutvergiftung wegen rostiger Nägel oder, oder auch Wassermangel gestorben, sondern sie sind erstickt. Für den Körper ist es eine wahnsinnige Leistung, sich aufrechtzuhalten. Und ähm, irgendwann schafft der Körper das nicht mehr, wenn er einfach nur so da hängt. Dadurch hat man dann Atemprobleme bekommen und ist irgendwann durch äh, Luftnot gestorben. Wenn man den Verurteilten übrigens ein Gefallen tun wollte, hat man ihm die Füße, Beine, Unterschenkel oder irgendwas in dieser Region gebrochen. Damit konnte man sich nicht mehr so gut aufrechthalten und ist schneller gestorben. Das galt als Gnade. Damals eine ganz gängige Praxis kommt übrigens daher, dass die Römer das traditionelle Hängen, was es damals sonst gab, zu nett fanden und was haben wollten, was länger qualvoll ist. Die guten alten Zeiten. Die Hinrichtung wurde vollzogen und als Jesus gestorben ist, wurde sein Leichnam in einem Felsengrab beigesetzt. Drei Tage später kamen Leute zum Grab und fanden dieses leer vor. Laut Bibel ist Jesus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung wieder aufgestanden. Er war tot und wurde wieder lebendig. Nach seiner Auferstehung ist er noch circa 40 Tage auf der Erde geblieben. Er ist seinen Jüngern erschienen, hat ihnen weiter Sachen beigebracht und anschließend hat er ihnen nochmal die offizielle Beauftragung gegeben, in die Welt zu gehen, um allen Menschen das Evangelium und die frohe Botschaft zu verkündigen. Er gab ihnen die Vollmacht, in seinem Namen Sünden zu vergeben, in seinem Namen zu handeln. Das war so einer der Missionsbefehle. Es gab mehrere, aber das war einer davon. Sie sind anschließend auf einen Berg in der Nähe von Jerusalem gegangen. Es kam eine Wolke vom Himmel. Jesus hat sich draufgestellt. Und dann sagte er sinngemäß: Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Also so ähnlich. Er hat den Jüngern gesagt: Pass auf, ich gehe zurück in den Himmel, bereite da alles vor. Partykeller aufräumen, durchfegen, durchwischen. Anschließend komme ich wieder und hole euch zu mir. Dann machen wir Party und reißen die Hütte ab. Wartet auf mich. Dazu gab er das Versprechen, dass ein Tröster kommen sollte, der Heilige Geist, und die Jünger sollten nach Jerusalem zurückkehren. Anschließend wurde Jesus dann von dieser Wolke emporgehoben und ist in den Himmel gefahren. Das ist jetzt das wirkliche Ende von Jesus, also das physische Wirken auf der Erde und der Beginn der Sendung des Heiligen Geistes. Die Jünger sind nun zurück nach Jerusalem und haben da gebetet, haben einen neuen Apostel gewählt. Das waren mal zwölf. Sind jetzt elf, andere Geschichte, kommen wir auch noch zu, und waren da halt beieinander. Circa eine Woche nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, kam ein Brausen vom Himmel und die Jünger wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie strömten nach draußen, begannen in anderen Sprachen zu predigen. Die Leute, die das hörten, waren entsprechend verstört. Die eine Hälfte sagte: Mensch, woher weißt ihr denn, wie ich rede? Die Sprache kann doch sonst keiner. Und die andere Hälfte hat gefragt, ob die Jünger gesoffen haben. Den krönenden Abschluss machte dann Petrus, das war einer der zwölf, mit einer krassen Predigt. Die erste Gemeinde wurde in Jerusalem gegründet und von da an nahm die Geschichte ihren Lauf und das Christentum wird big in Business. Der Heilige Geist. Was ist nun dieses abstrakte Wesen Heiliger Geist? Ähm. Ganz davon abgesehen, dass der Heilige Geist mit seiner Bedeutung und auch seinem Wirken von den verschiedenen christlichen Gemeinschaften unterschiedlich interpretiert wird. Also glaubt ja nicht, dass die anderen christlichen Bewegungen mehr an einem Strang ziehen als andere. Wir kochen tatsächlich alle nur mit Wasser. Ich versuch's aber mal. Man kann den Heiligen Geist nicht sehen. Er ist wie eine besondere Kraft, die einem hilft, durchs Leben zu gehen, im Fokus auf Gott. Diese Kraft hilft einem, Gott zumindest stückweise zu verstehen und in seinen Lebenslagen zu erkennen. Dabei drängt sich der Heilige Geist nicht auf. Man kann ihn auch unterdrücken, man hat ja den freien Willen. Er ist wie so ein unsichtbarer Begleiter, der immer da ist. Wie so eine Brille, die ich im alltäglichen Leben aufsetzen kann und mit der ich durchs Leben gehe. So eine Grundeinstellung. Ich kann also mit meiner Heiligen Geistbrille durch die Welt gucken, um Gott zu suchen und Gutes zu tun. Es gibt Leute, die sagen, dass der Heilige Geist sie mit Gott verbindet, dass er ihnen durch schwere Zeiten hilft, damit sie nicht aufgeben, sowas in die Richtung. Vielleicht ist der Begriff Geist auch so ein bisschen zu plump. Im Englischen gibt es auch die Bezeichnung Holy Spirit, also wie so ein Spirit, mit dem man durchs Leben geht. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Hm, unterschiedlich. Manchmal fällt er einfach nur auf einen. Also in der Bibel werden Leute vom Heiligen Geist erfüllt. In anderen Situationen wird er durch Handauflegung gegeben. Das ist heute auch noch von Konfession zu Konfession unterschiedlich. Also jeder hat da seine eigene Idee. Im Judentum gab es auch schon mal einen Heiligen Geist. Dort lag der Fokus aber eher auf eine temporäre Kraft Gottes, die das Volk leitet, die das Volk stärkt, die aber auch wieder weggehen kann. Für Christen liegt der Schwerpunkt auf Gott in uns und der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus und das Judentum. Um hier noch einmal ganz genau abzugrenzen, der Hauptunterschied zum Judentum liegt in der Rolle von Jesus als Erlöser und Vermittler zwischen Gott Sünde und dem Menschen. Im christlichen Glauben wird gelehrt, dass Jesus stellvertretend für die Sünden der Menschheit am Kreuz gestorben ist und dass die Vergebung der Sünden allein durch den Glauben an ihn erreicht werden kann. Der Glaube an Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser ist im christlichen Sinne. Baseline, also das ist Grundvoraussetzung. Das Judentum betont die direkte Verbindung zwischen jedem Einzelnen und Gott und lehnt die Vorstellung eines stellvertretenden Opfers für die Sünden der Menschheit ab. Das Konzept hier ist, dass jeder seine Taten selbst wählt und dafür auch verantwortlich ist. Vergebung bekommst du hier durch Reue, durch Rituale und durch Reinigung. Die christliche Idee einer Erbsünde gibt es im Judentum nicht. Der Sündenfall ist hier einfach die erste Sünde, die gemacht wurde. Die Vorstellung, dass jeder Mensch bereits die Sünde des Sündenfalls geerbt hat, nur weil er zufälligerweise Mensch ist, wird abgelehnt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Dadurch kann man auch verstehen, dass es anmaßend sein kann, wenn Leute andere Menschen vom Alter, also Priester, die Leute dann als Sünder bezeichnen. Die Bibelwissenschaft hat sich übrigens auch die Frage gestellt, ob Jesus tatsächlich existiert hat oder ob er nicht nur vielleicht ein Bild ist, also ein Metaphorisches Bild. Man suchte dazu in nicht-biblischen Quellen nach Zeichen und hat tatsächlich eine Person gefunden, die den Namen Jesus von Nazareth bzw. die aramäische Version Joshua oder Josua trug. Dieser Jesus ist in der Zeit zwischen 28 bis 33 nach Christus aufgetaucht, war ein Wanderprediger und wurde am Vorabend eines jüdischen Passafestes durch Kreuzigung hingerichtet. Die Chancen stehen also gut, dass diese biblischen Erzählungen zumindest in den grundsätzlichen Lehren stimmen könnten. Puh, das war ähm, schon mal ein großer Happen. Aber wir sind gut vorangekommen und haben heute die biblischen Grundlagen durchgekaut. Das war tatsächlich auch das Ziel. Nächstes Mal gehen wir dann noch ein bisschen näher drauf ein, gucken ein bisschen in die Gesellschaft, gucken auf Feiertage und auch auf die Ziele des Christentums. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wieder eure Gedanken in die Kommentare. Denkt dran, ihr dürft alles zum Thema Glauben, Fragen, was ihr möchtet. Und wenn es passt, gehe ich darauf ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag. Tschüss.